Herzlich willkommen zur nächsten Folge Metal Gear Solid 2 Solid Snake. So, du sollst nicht den Tisch boxen. Das ist sicherlich für einen Lacher gut, aber... So, es nimmt dich als Agent nicht wirklich jemand ernst. Ich glaube, wir kommen auch noch irgendwann auf die andere Seite, ne? So. Ja gut, den Sonar-Gag kennen wir. So, da unten müssen wir nicht hin. Oder müssen wir da hin? Nee, da gab es, glaube ich, die eine Geschichte. Also müssen wir da hin. So. So, einmal wieder rauchen. Mit ein bisschen Glück, das haben wir natürlich nicht. Na gut, dann ist auch egal. Dann gehen wir da einfach rein. Ach, da ist gar nichts. Ja, ich wollte nur testen. Guten Tag. Ja, dann ist jetzt eh wurscht. Gehen wir auch mal da durch. Gehst du da wo runter? Ist das da schon wieder? Tue ich mich denn so? Da bin ich total auf der falschen Seite. Ja gut, da gab es die Gasmaske, das ist mir schon klar. So. Und da kann ich auf die andere Seite, das ist auch klar. Na egal, gehe ich so raus. Weil wir müssen auf die andere Seite. Vertue ich mich denn so unglaublich? Wahrscheinlich schon. So. So. Ist hier nicht wieder... Ach, natürlich. Hier wieder die Supersoldaten. Die Captain Americas von Metal Gear Solid. Ja. Ja. Ist hier nicht irgendwo noch eine Ration? Weil sonst wird es langsam echt kritisch. Ja, natürlich nicht. Warum auch? So. Gasmaske an. Und einmal den anderen Weg entlang. Ja, ja. Gas, 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 Gas. Das weiß ich. Hier noch irgendwas zu finden? Natürlich nicht. Man könnte mir helfen. Natürlich nicht. Was ist das denn? Lichtschalter, das ist mir schon klar. Okay. So beeindruckend war das Rätsel jetzt nicht. Okay. Das wird nicht anders gehen. So, was haben wir denn da Schönes? Was ist das denn? Aha. Ist das ein Fernglas oder was ist das wieder? Na egal. Wir nehmen es mit. IR Googles, das wird mit Sicherheit. Was ist das? Night Viewer. Aha. Infrarot. Brille. Die erlaubt auch im Dunkeln sehen zu können. Aha. Das bedeutet also, jetzt kommen auch noch Räume im Dunkeln. Ja, ihr seid ja geil drauf, ey. Meine Fresse, ey.
Die packen hier aber auch alles aus. Ich meine, natürlich ein unglaublicher Spitzentitel, ohne Frage. Aber wir sind, glaube ich, nicht einmal, glaube ich, bei der Hälfte bis jetzt. Das heißt also, wir können davon ausgehen, das wird ein LP, das wahrscheinlich locker 30 Parts wird. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Ich wusste, dass das sicherlich größer ist als Teil 1, aber ich wusste nicht, dass das vielleicht gleich 2 Stunden mehr ist als Teil 1. Naja, gut. Egal, wir haben auch Infrarot. Ich gehe davon aus, das brauchen wir mit Sicherheit. Hä? Ja, natürlich. Ist mir egal. Ach, dann macht er da auch Licht aus. Tja gut, dann mache ich jetzt wieder Licht an. Da ist er mal. Mörderfalle. Das ist ja Schwachsinn. So, dann sind wir hier. Wir haben ja gelernt, dahin zu gehen. Wir müssen auf der einen Seite... Da haben wir was. So, wir speichern. Wo sind wir denn hier? Erstmal benutzen wir das erstmal. Gucken wir mal, was wir hier alles finden. Keine Sekunde zu früh, wenn ich das mal sagen darf. Das war sehr nötig. Was ist das denn? Dann geht's da weiter. Warum traue ich diesem Level nicht? Komm, sind wir auf der anderen Seite. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was ich hier mache. Da kann doch hier nur unten was sein. Robotermaus! Was mache ich mit einer Robotermaus? Ist das eine Waffe? Robotermaus Jerry 2 oder Jerry 2 kann Sensoren suchen und fallen, also kann Sensoren und Fallen suchen, kann den Feind austricksen. Who heard you? Der dich hört oder der vermutet, Snake gehört haben zu wollen. Interessant. No. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Interessant. Ja, gut, haben wir schon mal eine Robotermaus. Ne? Ich gehe ja nie ohne aus dem Haus. Interessant. Was haben wir noch hier alles? Genau, punch den PC. Snake rettet die Mac-Welt. Gibt's noch eine? Noch was? Nein. Jetzt haben wir 2 Robotermäuse. Tja. Jetzt können wir die Leute hier ein paar laufen machen. Aber das heißt, wir müssen irgendwann auch Leute austricksen, ey. Ah. Na, super. Geht hier der Alarm aus? Ja. Mein Gott. Also, die schockieren mich, wo ich dabei bin. So, also den sofort eliminieren. Da ist sogar keiner. So. Was haben wir da denn noch drin? So, es geht nicht mit der Karte. Was erzählst du mir denn? Ja, gut, das weiß ich. Du hast wirklich, wirklich Männer mit Waffen. Ja.
Das ist schön. Da bist du in dem Gebiet hier aber vollkommen richtig. So, ich mache mal wieder einen Quick Save. Ich habe das Gefühl, da müssen wir rein. Ich will's minen. Okay. Das war knapp. Da ist auch noch was. Ja, wir machen wieder einen Quick Save, weil wer weiß, was da für eine Karte nötig ist. Wir haben die Karte. Das ist auch so ein Waffendepot, ne? Das ist also wahrscheinlich hier ein optional alles. Tja, gut. Dann fragen wir uns, wo müssen wir hin? Das ja hier eh nicht, ne? Doch. Geht auch in die vierte. Aha. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Kommen wir hier irgendwo weiter? So. Kommen wir. Ich bin mal gespannt, was wir hier im Angebot haben. Lauf, Snake. Lauf! Was haben wir hier? Erstmal eine Abzweigung. Kommen wir dahin? Schön, umgetopfte Pflanzen. Die habe ich hier schon total erwartet. Okay, hier kommen wir gar nicht rein. Also merke, hier sind wir wahrscheinlich bei Pech haben zu weit. Trotzdem können wir uns ja alles mal ansehen. Aha. Wenn Sie die Nationalhymne hören, stehen alle Soldaten aufrecht. Klar. Wir salutieren. Kommen wir hier irgendwie weiter? Oder ist das zu einfach gedacht? Können wir hier irgendwo hin? Bin ich mir ziemlich sicher. Gut, also merke, es wird sicherlich nochmal eine Möglichkeit geben, wo wir auch die Nationalhymne spielen können. Na super. So, da waren wir schon. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach rechts. Weil nach oben müssen wir anscheinend eh. So. Kommen wir hier rein? Nein. Dann ist das doch relativ einfach. Dann gibt es gleich sowieso nur noch den einen Weg nach oben. Und ich gucke auch mal kurz auf die Uhr. Dann werden wir den auch noch gehen. Okay, dann geht es nicht weiter. Also bleibt eh nur der eine Weg. Joa. Also es soll noch mal einer sagen, diese Stationen sind klein. Das sind sie nun weiß Gott nicht. Aber wir sind echt schon gut ausgerüstet. Gut, bis auf Rationen, da mangelt es uns gewaltig. Aber das liegt auch daran, wenn ich mich anstrenge wie ein... Oder wenn ich spiele wie der letzte Mensch auf diesem Planeten, dann ist das auch keine Frage. Hallo, ich bin eine Box. Zack. Die Box, die sich bewegt. Magie. Ich bin der nächste Uri Geller. Falls es die Sendung überhaupt noch ein zweites Mal geben wird, man weiß es nicht. So. Oder gab es ihn ein zweites Mal? Keine Ahnung, ich bin ja nicht so im Thema. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, ne? Da stimmt ihr mir zu. Hallo. Gut, er nimmt mich nicht wahr. Das ist gut. Kommen wir da unten hin? Ach, da gibt es auch noch was. Da geguckt auf der anderen Seite schon. Ach stimmt, da waren wir auf der anderen Seite. Aha, genau, okay. Wenn du eine Erkältung einfängst,
Geh zum Medizinraum, da sind Pillen. Ja. Da geht's hin. Oh, da ist wieder was dunkel. Da muss ich also gar nicht hin. So, meine Güte. Das ist aber eine Riesenstation. Das haut mich schon um. Aber da unten auf jeden Fall wissen wir, damit können wir auf jeden Fall schon mal unsere Infrarot-Brille benutzen. Wir haben nur ein Laboratorium. Ja, wahrscheinlich. Wir haben nur ein Laboratorium hier. Ja, und einen Schreibfehler. Es ist Südosten. Ich habe Angst im Dunkeln. Ja, das soll wohl ganz klar heißen, wir müssen durch die Nacht. Naja, gut, wir sind ja ausgerüstet. Da waren wir, ne? Da kamen wir her. Ja, da kamen wir her. Ja, genau. Gut, dann passt das auch ganz gut. Dann gehen wir da unten rein. Und dann können wir die Folge auch beenden. Das ist ja unglaublich. So. So, die Tür ist auf. Hier heißt es wieder abonnieren, kommentieren und bewerten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hinter der Tür. Im Dunkeln. Nehmen wir schon mal die Brille. Dann wollen wir mal gucken, was im Dunkeln gut munkeln ist. Ha, ha, ha. Bis gleich.